So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go auf meinem Kanal. Ramses der Dicke. Hannes ist da, der isst jetzt gerade Burger. Moin. Den habe ich ein paar Soßen aufgemacht und zwei Burger zurecht. Der kann die gerade in Ruhe essen. Bevor ich esse, habe ich gedacht, nehme ich schnell noch ein Infovideo auf. Wir haben ja gerade noch gestreamt, Raids für Zuschauer mit Giratina. Haben gleichzeitig im Stream auch ein bisschen GBL gespielt, weil ja der Miltank Kampftag war. Haben sogar zwei Shinies bekommen. Ich habe meinen Rangaufstieg auf 21 dann geschafft noch im Stream. Den versuche ich ja jeden Monat zu erreichen. Wenn ihr die Ramses Minus Folgen und Videos gerne geguckt habt und vermisst, könnt ihr auch nachträglich euch mal den Stream reinziehen, in den Stream reingucken. Da seht ihr auf jeden Fall feinste GBL-Action von jemandem, der keine Ahnung hat. Trotzdem aber immer Rang 21 erreicht. Jetzt habe ich was gesehen, weil der Tobi das gepostet hat. Es ist irgendwie hier so ein Video, so ein Trailer aufgetaucht und jeden Tag kommen jetzt die Fragen, was ist denn das für eine Münze, was ist das für ein Pokémon, sonst was. Deswegen habe ich gedacht, machen wir noch ganz kurz dieses Infovideo dazu. Und gleichzeitig merke ich, dass mir die ganze Lippe brennt jetzt, weil ich diese komische scharfe Soße da probiert habe, die neu ist. Neu entdeckt auch Gierspenst. Gierspenst, ein Pokémon aus der Paldea-Region. Ihr seht also hier Professor Willow, ja, unseren Herren. Wer das mitgekriegt hat, gestern nach dem C-Day, sind die Pokestops in der Umgebung alle irgendwie golden gewesen. Sind lange Zeit golden gewesen. Ich weiß, sind die eigentlich immer noch gold gerade? Ja, die sind immer noch gold. Guckt euch das an. Und wenn ihr einen Pokestop gedreht habt, einen goldenen, habt ihr irgendwie eine Münze in euer Inventar bekommen. Und der Professor hat angefangen, eine Geschichte zu erzählen und irgendwas Mysteriöses geht schon wieder vor. Was ist das denn? Sicherlich alles Werbung für Karmesin und Purpur, die am 18. November erscheinen. Aber schön, dass in Pokémon Go wir auch wieder was davon mitkriegen und das irgendwie so ein bisschen sich vereint. Auf der Map ist dann ein Pokémon aufgetaucht aus der Paldea-Region, was wohl zwei verschiedene Formen hat. Die, die ihr gesehen habt und auch die Truhenform. Die Truhenform. Was man aber nicht fangen konnte. Man würde es aber wohl in Zukunft fangen können, wenn die anderen Spiele raus sind. Aber dazu würde ich euch gleich mal hier dieses Video zeigen und was hier steht. Das geheimnisvolle Pokémon Gierspenst. Ein geheimnisvolles Pokémon ist plötzlich überall auf der Welt aufgetaucht. Habt ihr es alle gesehen? Es hat sich herausgestellt, dass dieses Pokémon, das in der Nähe von Trainern auftaucht, die eine verdächtige Münze aufgehoben haben, Gierspenst ist. Das zuerst in der Paldea-Region entdeckt wurde. Die von Herrn Willow und Jim, einem Biologielehrer aus der Paldea-Region, durchgeführten Untersuchungen haben bestätigt, dass Trainer Gierspenst in seiner Wanderform gesichtet haben. In der Paldea-Region gibt es eine weitere Form von Gierspenst, die Truhenform. Ihr könnt die Diskussion von Herrn Willow und Jim und mehr über Gierspenst Lebensweise auf dieser Website sehen. Da klicke ich aber nicht drauf. Es gehen weiterhin Berichte ein, dass Gierspenst in Wanderform überall auf der Welt gesichtet wird. Wenn ihr es noch nicht getroffen habt, solltet ihr euch gleich auf die Suche machen. Los geht's. Wie fängt man ein Gierspenst in der Wanderform? Und was genau können Trainer mit diesen geheimnisvollen Münzen machen, die sie gesammelt haben? Im nächsten Forschungsbericht erfahrt ihr mehr. 2023 werden Pokémon Karmesin und Purpur mit Pokémon Go verbunden. Die Spiele für Nintendo Switch, Karmesin und Purpur, voraussichtliches Erscheinungsdatum ist Freitag, der 18. November, können mit Pokémon Go verbunden werden. Durch das Verbinden dieser Spiele könnt ihr Gierspenst in der Wanderform in Pokémon Go fangen. Diese Funktion ist für 2023 geplant. Haltet also nach weiteren Ankündigungen mit mehr Details Ausschau. Mehr Infos zu Karmesin Purpur, die neuesten Spiele der Pokémon-Reihe in der Paldea-Region, findet ihr auf dieser Website, aber ihr werdet euch sicherlich, wenn euch die Spiele interessieren, schon erkundigt haben. So, klingt auf jeden Fall sehr interessant. Bisher war es ja immer so, man konnte zwar vom Pokémon Go in andere Pokémon-Spiele was wegtauschen über Pokémon Home, aber man konnte nie was von anderen Spielen in Pokémon Go reinpacken. Das ist offiziell angekündigt, dass man das verbinden kann. Ist das dann also keine Einbahnstraße mehr? Es geht also hin und her. Wir haben dann andere Interaktionsmöglichkeiten. Klingt interessant. Viele Leute sind gehypt auf Karmesin Purpur. Ihr könnt ja mal reinschreiben, habt ihr euch Karmesin vorbestellt oder Purpur vorbestellt? Werdet ihr euch eins von beiden holen? Ich habe mir Karmesin vorbestellt. Versucht, dass ich das im Release Day vielleicht auch mal anzocken kann. Und jetzt möchte ich mit euch dieses Video hier gucken.
was sie auf ihrer Website haben, das geht auch nämlich nochmal 5 Minuten. Hallo Jim, vielen Dank nochmal für das Video. Das scheint tatsächlich das Pokémon zu sein, von dem ich schon so viel gehört habe. Trainer von überall her berichten, es gesehen zu haben. Ich muss schon sagen, Willow, ich bin sehr überrascht, dass Gierspenst auch bei dir auftaucht. Gierspenst? So heißt das Pokémon also. Die Schatztruhe, in der es sich versteckt, könnte sie Teil seines Körpers sein? Es scheint auch die gleichen Münzen bei sich zu haben, die Trainer gerade überall finden. Ganz genau. In Paldea habe ich schon einige Gierspenst gesehen, die sich in Schatztruhen verstecken, aber auch andere, die das nicht tun. Die in Schatztruhen sind mir neu. Hier ist das Interessante daran. Soweit ich weiß, hat noch nie jemand ein Gierspenst ohne Schatztruhe gefangen. Sobald man sich ihnen nähert, suchen sie das weiter und hinterlassen bloß eine Münze. Dieses Verhalten konnten wir bei uns nicht beobachten. Oh, da fällt mir eine passende Geschichte zu Gierspenst und seinen Münzen ein. Dies ist... Also ich muss jetzt schon sagen, ist richtig cool gemacht, oder? Dass die sich da so Mühe geben, da euch alle in den Bann ziehen und das alles verbinden. Also Pokémon-Fans, richtige Pokémon-Fans, müssten doch jetzt total in Euphorie und allem verfallen und machen und tun. Eine sonderbare alte Geschichte über eine mysteriöse Münze. Es war einmal ein junges Mädchen, das bei einem Spaziergang eine Münze aufhob. Da ist noch eine, sagte das Mädchen. Moment, was ist das denn? Als das mysteriöse Wesen das Mädchen bemerkte, floh es durch eine nahegelegene Tür. Das Mädchen rannte dem Wesen nach und stieß dabei auf eine Schatztruhe. Derweil lauerte das mysteriöse Wesen in der Nähe und beobachtete das Mädchen wachsam. Die Schatztruhe öffnete sich leise und was auch immer sich darin befand, starrte dem Mädchen entgegen. Das Mädchen warf eine Münze in die Schatztruhe. 1? Es hob eine weitere Münze auf und warf sie in die Truhe. 2. Und wieder hob es eine Münze auf und warf sie in die Truhe. 3. Mehr und mehr füllte sich die Schatztruhe mit Münzen. 997, 998, 999. Das Mädchen fragte sich, was hatte ich eigentlich mit all diesen Münzen vor? Wer oder was war so gierig darauf gewesen, sie zu sammeln? Was für eine faszinierende Geschichte. Vielleicht kann sie uns dabei helfen, mehr herauszufinden. Das hoffe ich. Sie scheint anzudeuten, dass Gierspenst, die in Schatztruhen hocken, sich nicht eigenständig bewegen. Stattdessen bringen sie Leute dazu, Münzen für sie zu sammeln. Gierspenst ohne Schatztruhen scheinen hingegen nicht auf Leute angewiesen zu sein. Vielleicht, weil sie auf eigene Faust auf die Suche gehen können. Ist schon komisch, dass Pokémon derselben Art sich so unterschiedlich verhalten, oder? Ihre Verhaltensmuster sind wirklich sehr unterschiedlich. Vielleicht sollten wir sie als separate Formen betrachten. Was meinst du, wollen wir ihnen Namen geben? Gute Idee. Mal schauen. Truhenform für die, die sich in Schatztruhen verstecken. Simpel und effektiv. Und die Form, die umherwandert, vielleicht Wanderform? Haha, gefällt mir! Du meintest, du hättest noch nie davon gehört, dass jemand die Wanderform in Paldea gefangen hat, richtig? Genau. Aber bei dir rennen sie nicht weg, sagst du. Sie folgen Leuten, die Münzen aufgesammelt haben. Korrekt. Wenn die Trainer hier dieses Verhalten zu ihrem Vorteil nutzen, könnten sie es vielleicht fangen. Eine spannende Gelegenheit, die Forschung voranzutreiben. Kannst du mir noch mehr über Gierspenst erzählen? Klar doch, und ich werde dich auch so gut ich kann dabei unterstützen, die Wanderform von Gierspenst zu fangen. Vielen Dank. Die Trainer werden sich bestimmt auch über deine Hilfe freuen. Also, noch einmal zurück zu diesen Münzen. Hoppla, das ist die Klingel. Mein Unterricht fängt an. Sorry, Professor. Ich muss los. Ja, der ist ja Lehrer. Oh, na gut. Biolehrer. Typisch Jim.
Er lebt in seiner eigenen Welt. Ich sollte ihm ein kleines Dankeschön für seine Hilfe mit Gierspenst schicken. Vielleicht eine nette Postkarte. Verlinkung kommt 23. Spiele noch heute Pokémon Go. Ja, ich finde das trotzdem sehr cool gemacht, auf jeden Fall. Erst hatten wir das Pokémon Go X mit dem Trading Card Game Hand in Hand gegangen ist und dann Kollabo gebildet hat. Jetzt habt ihr das Ganze mit Karmesin Purpur, einem Switch-Spiel. Vielleicht kann man ja das wirklich dann nur exklusiv in Pokémon Go fangen und muss es dann sich auf die Switch zu Purpur Karmesin rübertauschen, damit man es dort dann auch hat, wenn die schon sagen, man kann es dort ja nicht fangen, man kann es nur hier fangen. Also finde ich auf jeden Fall sehr interessant. Da gucken alle Augen drauf, das haben sie gut gemacht. Ich fand es auch sehr schaurig, diese Geschichte dazwischen mit diesem Papp und mit diesen Figuren und das alles so ein bisschen düster gehalten, so ein bisschen mysteriös. Hat mir sehr gut gefallen. So. Wie sieht's bei euch aus? Habt ihr schon einen goldenen Stop gedreht? Habt ihr schon ein Gierspenst gesehen? Habt ihr schon eine Münze? Wie viele Münzen habt ihr? Ich glaube, ich habe eine Münze. Ich dachte, na, kriegt eine Münze und das war's. Weiß jetzt nicht, ob das sinnvoll ist, mehrere zu sammeln. Im Endeffekt heißt es dann, wenn du 100 Münzen gesammelt hast, kannst du eins fangen oder was? Hannes hat 8. Ich hoffe nicht, sonst muss ich ja Münzen sammeln. Und wie gesagt, schreibt mal rein, habt ihr Purpur oder Karmesin vorbestellt? Werdet euch das holen? Werdet ihr das zocken? Freut ihr euch auf die Paldea-Region? Eigentlich ja. Alles, was da kommt, kommt auch irgendwann zu uns hier. Und alle, die hier das spielen, haben ja meistens eh die anderen Sachen alle schon gezockt. Also, ich bin gespannt. Ich freue mich drauf. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Und euer Hannes. Macht es gut, ne? Ja, macht es gut, genau.